Hallo Leute, heute melde ich mich aus gänzlich ungewohnten Gefilden und grüße euch von der Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt. Natürlich wildere ich nicht ohne Grund auf fremdem Terrain. Bei mir im Norden gibt es ja eine ganze Reihe von Menschen, die steif und fest behaupten, Regionalverkehr auf einer Neubaustrecke sei nicht möglich und daher auch auf der heiß diskutierten NBS Hamburg-Hannover nicht geplant. Nun, denjenigen, die das mantraartig wiederholen, ist Nürnberg-Ingolstadt wahrscheinlich unbekannt. Und daher biete ich jetzt an einem praktischen Beispiel etwas Nachhilfeunterricht zum Thema Schienenpersonennahverkehr auf Neubaustrecken. Die 77,5 Kilometer lange NBS von Nürnberg-Reichswald nach Ingolstadt-Nord wurde 2006 eröffnet und dient in erster Linie dem Personenfernverkehr. Es lassen sich dort jedoch nicht nur bis zu 300 km/h schnelle ICE beobachten, sondern auch ein flottes Nahverkehrsangebot namens München-Nürnberg Express und eine sogenannte S-Bahn. Um dem Grenzgebiet zwischen Mittelfranken und Oberbayern einen Anschluss an die Schienenwelt zu verschaffen, entstanden die Regionalbahnhöfe Allersberg am Rothsee und Kinding im Altmühltal, die ich euch in diesem Film präsentiere. Buddeln wir zunächst ein wenig in der Vergangenheit, denn die beiden genannten Orte sind in eisenbahniger Hinsicht nicht völlig unbeleckt. Allersberg wurde 1902 mit einer Lokalbahn beglückt, die in Burgthann an die Hauptstrecke Nürnberg-Regensburg andockte. Sie verlor den Personenverkehr 1973 und wenig später kam der Abbauzug zu Besuch. Kinding erhielt 1898 aus Richtung Eichstätt Anschluss an die schmalspurige Altmühltalbahn. Nach der Verlängerung bis Beilngries, wo Anschluss nach Neumarkt bestand, wurde sie 1929 auf Normalspur gebracht, was nicht verhindern konnte, dass sich der Reiseverkehr bereits 1955 aus Kinding verabschiedete und 1960 die Stilllegung folgte. Zwischendrin verlief seit 1888 außerdem die Nebenbahn von Roth nach Greding, von der heute immerhin noch die nördlichen 11 Kilometer bis Hilpoltstein von einer Regionalbahn bedient werden, während der weitere Abschnitt in zwei Etappen bis 1974 aus der Kursbuchkarte verschwand. Es dürfte also nur wenige Zeitzeugen geben, die die alten Strecken rund um Allersberg und Kinding genutzt haben oder sich überhaupt an sie erinnern. Die Bewohner haben das Verschwinden dieser Bockerl, wie man kleine süße Nebenbahnen in Bayern zu nennen pflegt, damals vermutlich kaum bemerkt, geschweige denn bedauert. Denn die 1938 eröffnete Autobahn 9 erschließt die Gegend unter individualverkehrstechnischen Aspekten bestens. Schauen wir uns in den neuen Bahnhöfen um. Eine lautstarke Angelegenheit übrigens, denn die NBS verläuft großenteils parallel zur oder zumindest in Hörweite der A9, sodass keine Vogelstimme Reisende oder Streckenwanderer belästigt. Die Betriebsstellen NALB und MKIK, wie die Deutsche Bahn sie offiziell abkürzt, kommen beinahe wie eineiige Zwillinge daher. Neben den durchgehenden Hauptgleisen auf fester Fahrbahn existieren zwei schottergebettete Überholungsgleise mit Außenbahnsteigen sowie jeweils im nördlichen Bahnhofskopf ein Weichentrapez. Ein- und Ausfahrten in die bzw. aus den Überholungen sind mit 100 km/h möglich, der Wechsel zwischen Regel- und Gegengleis mit Tempo 130. Der für die Steuerung der elektronischen Stellwerke zuständige Fahrdienstleiter residiert in der Betriebszentrale München. Bemerkenswert ist die Lage des Bahnhofs Kinding zwischen dem 650 Meter langen Schellenberg und dem 7260 Meter langen Irla-Hülltunnel. Ein Name, der mir besonders gut gefällt. Auch die in diesem Bereich durchaus abenteuerliche Führung der A9 verdient Beachtung. Seit dem sechsstreifigen Ausbau muss sich lediglich noch der Verkehr nach Norden über den Berg quälen, während in Südrichtung eine deutlich flachere Trasse zur Verfügung steht. Sowohl in Allersberg als auch Kinding hält zweistündlich der München-Nürnberg-Express RE1, der in den Hauptverkehrszeiten zum Stundentakt verdichtet ist. Am Wochenende fährt er den lieben langen Tag über alle 60 Minuten. Die Reise zwischen Nürnberg und Ingolstadt dauert eine gute Dreiviertelstunde. Ein Zeitvorteil von mehr als einer Stunde gegenüber dem klassischen Weg über Treuchtlingen. Nach der Betriebsaufnahme 2006 kamen zunächst Wendezüge aus ehemaligen Intercity-Großraumwagen mit der Baureihe 101 zum Einsatz, die mit 200 Sachen über die Strecke preschten.
2020 wurden diese mit vierjähriger Verzögerung durch Doppelstockgarnituren mit der Baureihe 102 des tschechischen Herstellers Škoda ersetzt, die nur noch mit 190 km/h unterwegs sind. Als jemand, der in seinem gesamten Leben weniger als eine Stunde in den Škoda-Zügen verbracht hat, bin ich hinsichtlich eines Urteils zurückhaltend. Aber mein Eindruck ist, ganz schön eng, die Dinger. Montags bis freitags verkehrt ferner die S-Bahn-Linie 5, nonstop in rund einer Viertelstunde zwischen Nürnberg und Allersberg, bestehend aus Elektrotriebzügen der Baureihe 440. Ich sprach zu Beginn dieses Videos bewusst von einer sogenannten S-Bahn, denn Taktlücken von 3 Stunden sind alles andere als S-Bahn-typisch. Das Beispiel Nürnberg-Ingolstadt zeigt, die Begriffe Nahverkehr und Neubaustrecke bilden nicht zwingend einen Widerspruch. Auch die Ende 2022 eröffnete NBS Wendlingen-Ulm erhielt einen Regionalbahnhof in Märklingen auf der Schwäbischen Alb. Und selbst auf der Rennbahn Köln-Rhein-Main ist es keineswegs undenkbar, die Unterwegsstationen Siegburg-Bonn, Montabaur und Limburg-Süd mit schnellen Regionalexpressen anstatt ausschließlich ICE zu bedienen. All das ist eine Frage des politischen Willens der jeweiligen Landesregierungen. Und bezüglich der diskutierten NBS Hamburg-Hannover hat die Deutsche Bahn im Februar 2022 im Rahmen einer Informationsveranstaltung eine klare Aussage getätigt, die im Protokoll dokumentiert ist und von den Neubaugegnern ignoriert wird. Nach ersten Einschätzungen der Gutachter gibt es durchaus Potenziale für Nahverkehrsanbindungen. Optimierter Nahverkehr würde auch das Nutzen-Kosten-Verhältnis des Projektes verbessern. Abhängig zur Variantenentscheidung betrachtet die DB Netz AG so etwas mit, auch im Dialog mit der Region. Eventuell sollten die A7-nahen Kommunen im nördlichen Niedersachsen mal eine Delegation zum Anschauungsunterricht nach Allersberg oder Kinding entsenden. Möglicherweise erkennt der eine oder andere Lokalpolitiker bzw. Bürgerinitiativenaktivist, welch einmalige Chance auf einen Highspeed-Regionalverkehrsanschluss eine angeblich reine ICE-Strecke bietet. Gut, ihr Lieben, das war meine Stippvisite im Süden der Republik. Wer möchte, kann noch ein bisschen bleiben und Züge gucken. Von wo aus ich mich im nächsten Film melde, weiß ich momentan nicht. Das wird für mich ebenso überraschend wie für euch sein. Bis dahin, tschüss!